Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem 487. Mathe-Video und ich bitte gleich die schlechte Kopierqualität am Anfang zu entschuldigen. Es geht um die Aufgabe 2 aus dem Video Nummer 485, wo ich ja verschiedene Beispiele zur Substitution bei der Integralrechnung aufgeführt habe. Und diesmal geht es bei der Aufgabe 2 um das Integral von Sinus x mal Cosinus x in Klammern hoch 3. Das habe ich erstmal ausgerechnet, also Sinus hoch 3 x mal Cosinus hoch 3 x dx. Ja, man geht, was hat man für eine Idee? Ihr seht, hier stehen ganz viele trigonometrische Funktionen in der Gegend herum. Man versucht sein Glück, indem man einfach, man kann auch den Cosinus substituieren. Ich habe jetzt einmal den Sinus genommen. Man setzt einmal Sinus x gleich z von x, hat im Kopf, dass Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat 1 ist und hofft, dass bei der Substitution ein etwas einfacheres Integral rauskommt. Ich sage noch einmal, das kann schiefgehen, muss nicht, aber kann. Schiefgehen bedeutet nicht, dass das falsch ist, sondern dass man dann einen Ausdruck bekommt, der im Prinzip noch komplizierter ist als der alte und damit kann man dann nichts anfangen. Okay. Nach der Substitution, also mit der Substitutionsgleichung, berechnet man das dx. Und da schauen wir uns das mal an. Da steht also Sinus x gleich z, wobei ich jetzt im Kopf habe, dass z ja eine Funktion von x ist. Wenn ich das jetzt nach, also eigentlich müsste ich das so schreiben, ja. Wenn ich das jetzt ableite, die Ableitung von Sinus x ist Cosinus x und die Ableitung von z von x ist z' von x. Und für z' von x darf ich ja schreiben dz nach dx. Und das habe ich ja jetzt schon viele Male erklärt. Also diese zwei Differentiale. Dann darf ich mit dem Differential rechnen. Ich darf mit dx multiplizieren. Und jetzt seht ihr, habe ich Cosinus x dx gleich dz herausbekommen. Deshalb muss man diesen Integranden, die Integralfunktion, die man da drunter stehen hat, Sinus hoch 3x mal Cosinus x hoch 3, Cosinus 3 ein bisschen zerlegen. Deshalb dieses dicke Ausrufezeichen. Ich schreibe dafür also Sinus hoch 3x mal, und jetzt seht ihr, habe ich Cosinus Quadrat x mal Cosinus x geschrieben. Denn dann habe ich, das mache ich jetzt mal mit einer anderen Farbe, gleich einen zweiten Term, Cosinus x dx, und das kann ich dann dafür mit, das kann ich durch dz ersetzen. Also, Sinus hoch 3x gibt z hoch 3. Cosinus Quadrat x ist ja das gleiche wie 1 minus Sinus Quadrat x. Und für Cosinus x dx schreibe ich dz. Jetzt muss ich das hier noch ersetzen. Das ist aber auch relativ einfach. Ich kann also schreiben z hoch 3 mal 1 minus z Quadrat dz. Und wenn ich das ausmultipliziere, habe ich z hoch 3 minus z hoch 5 dz. Und das ist natürlich erheblich einfacher als das Ausgangsintegral. Begründung, ich habe ja hier jetzt eine ganz rationale Funktion in z stehen. Das Integral ist nach dz und da kann ich im Prinzip sofort integrieren. Das Integral von z hoch 3 ist 1 Viertel z hoch 4. Und das Integral von minus z hoch 5 ist minus ein Sechstel z hoch 6. Wir bedanken uns für diesen wunderbaren Rechtschreibfehler. Z hoch 6. Ja, und jetzt substituiere ich zurück. Ich hatte ja z gleich Sinus x gesetzt, dann habe ich ein Viertel Sinus hoch 4x minus ein Sechstel Sinus hoch 6z plus c. Das war eine einfache Kiste und dafür geht es dann beim nächsten Mal im dritten Beispiel um noch eine schwierigere Sache, nämlich das Integral von x² mal Wurzel 1 minus x². Das ist ähnlich, das ist ein bisschen komplizierter. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr euch das weiter anhören wollt, nehmt ihr mich natürlich ins Abo, da bedanke ich mich schon mal im Voraus. Ansonsten sage ich Tschüss, alles Gute und bis zum nächsten Mal.